Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Und zwar zu Minecraft History tatsächlich. Minecraft History 3. Dritte Staffel jetzt. Und das Prinzip ist glaube ich jetzt klar. Wir starten in einer alten Version und ja, Update in jeder Folge. Und gucken dann, wie sich dann so die Welt so entwickelt hat. So, ne? Die ganzen neuen Updates und so. Diesmal starten wir nicht in der Alpha, sondern in einer anderen Version. Die es auch noch nicht so gab. Nämlich in der Minecraft Infdev. Und da hoffe ich einfach mal, dass man die Map dann, mitnehmen kann. Ich glaube, die Version habe ich noch nicht gespielt. Ich drücke jetzt erstmal auf Singleplayer, mal gucken, was hier abgeht. Okay, wir haben jetzt mal drei Welten. Da weiß man allerdings nie, wo jetzt hier was zugehört. Ich würde sagen, ich drücke mal auf Empty. Aha. Perfekt. Jetzt hier oben im Stift. Das sieht einfach anders aus, ne? Ich glaube, die Bäume sahen glaube ich auch nicht so aussehen. Alpha. Also das ist echt sehr hell. Wenn die Kohle mit dem Hard abbauen. Das ist glaube ich eine Survival Test Version. Hätte ich auch gehabt hier. Im Launcher, da weiß ich auf jeden Fall, dass man die Waffe nicht mitnehmen kann. Aber Alpha ist vielleicht ein bisschen anders. Gerade auch wenn man hier die World anklickt, sondern bald noch so ein bisschen. Da haben wir ein bisschen 19 mit. Aber fühlt sich ein bisschen an, echt ein bisschen wie Minecraft halt an. Können so ein paar Dinge halt machen. War sehr cool. Changelog würde ich immer unten in die Beschreibung packen, den Link. Das ist Minecraft Wiki, ne? Ich werde auch nicht jede Version spielen. Auch nicht, dass ich irgendwie jede Alpha-Version jetzt hier spiele. Das habe ich auch noch nicht gemacht zu den alten Folgen, oder? Ja, das gab auch schon zwei Staffeln davon, für History. Und, ja. Reifer kommt weiter samstags, ne? Ich bin immer. Mittwochs, ne? Mittwochs und vor samstags, glaube ich. Das war noch zum Beispiel für History 1 Zeiten. Diese Zeit werden sich an alte Knacker erinnern. Ich weiß wohl niemand nicht mal mehr der Sick. Der war noch gar nicht auf dem Kanal in dieser Zeit. Irgendwie erst im März 2016. Und der war schon 2015 gemacht. Mit Mittwochs und so halt? Nee. Letztens aber die Folgen nochmal angeguckt. Ich weiß nicht, ob er auch schon auf die Upload-Termine geachtet hat, Mittwoch und Samstags, keine Ahnung. Irgendwie weiß man ja nie. Ich glaube, gestern noch ein Kerl reagiert. Der Bro. Und zwar von 2014 bis 2016. Sommer 2016. Der war angeguckt, wie mein Kanal damals ausgesehen hat. Ich gerne vorbeischauen, euch das denn interessiert so, ne? Die alten Videos. Ja, die meisten Videos vorher noch nicht dabei waren, ne? Naja. Wir haben ein bisschen Holz jetzt hier. Zack, 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 zack. Ja, schon alles wegpacken und so craften. Ja, allerdings haben wir noch keinen Text und so. Kann ich auf jeden Fall hier Sticks und so craften, ne? Finde ich so cool. So ein Schafe? Gibt's schon Betten? Nee, ich weiß auch nicht. Scheiße. Ich hab so ein. Irgendwie erst in der Beta 1.0 oder so. Aber wenn wir in der Alpha-Version sind, müssen wir hier noch, ne? Insen.
in der Nacht rum. Sind noch in der Nacht rumschlagen. Gucken, was wir dann da so machen in der Nacht. Stein erstmal holen. Ich hoffe, ihr seht genug. Das geht auch nicht zu sehen hier. Nur Stein. Ach, wie ist Gravel? Weiß auch noch anders aus, ne? Weil die Orientierung. Kann ich schon Screenshots oder so machen? Doch, wie ist auch schon für viele Sätze gedroppt. Sieht nicht so gut aus als Screenshot. Müssen wir mir etwas wieder was ziehen. Ach, ich habe so gerne. Das ist immer so unscharf auf dem Thumbnail. Sorry auf jeden Fall. Das wird lange dauern mit der Werkbench zu bauen. Früher hieß die Werkbank, glaube ich, auch noch Workbench. Und dann da umbenannt zu altbekannten Crafting Table. Und da geht jetzt nicht rein. Lass mal fackeln. Sonst sieht ihr ja nichts. Und ich auch nicht. Ich weiß, die Mobs werden wirklich ausgestellt. Jo. Auch direkt hier noch im Spiel hier die World ändern. Geht jetzt auch nicht mehr. So. Mehr als ein Mal gewesen. Wird das hier nicht gleich aus? Solche Kreismaschinen gab es noch nicht. Der kam erst später. So, wo kann man sich mal hinbauen? Wir haben Bock auf so ein Strandhaus. Wo ich hinbauen könnte? Das ist ja schon mal anders. Da muss bald mal hier die Dinge reichen, die Insel. Auch ein cooler Song. Wenn ihr gerade hört. Der heißt Heartbeat vom Weißton. Der ihn interessiert. So. Da wird da auch mal sehr freuen über das Projekt hier. Ein weiteres Singleplayer-Projekt. So, wo soll das, was kann ich bauen? Was denn noch? Es gibt noch nicht so viele Sachen. Ich kann gerade jemanden messen bauen kann. Was denn so?
behindert, oder? Ja, wird alles noch ein bisschen verschönert. Ich sehe noch nicht das Endprodukt. Ich merke schon die allgemeine Erleichterung bei euch. Ich sehe nicht, dass ein Produkt ist. Erstmal so. Sie vielleicht will ich hier nur die Türen setzen. Verkaufen-Table. Gibt's noch Türen? Ich glaube schon, ja. Wir hätten nicht mal hier Fenster gehabt. Hab ich auch noch erinnert von. Gibt's das Projekt? Bestimmt das auch cool. Wie die Schüler aussehen. Ah, kann ich eigentlich nicht ansetzen hier. Und shiften auch nicht. Wird schon dunkel. Das umsetzen, das geht hier gar nicht. Aber jetzt auf dem Boden setzen. Aha. Riesige Schilder gewesen früher. Gucken, wie sich der Feld heute in diesem entwickelt. So in den Alpha-Versionen, in Beta-Versionen. Schon interessant werden. Nun, würde ich sagen, ich mache am Ende hier. Das ist gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr seid hoffentlich gehypt. Auf das Projekt. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Für die Glocke. Folgt mir auf den Kanal. Tschüss.